Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich spiele heute mal wieder Michael Myers mit den Perks Unerbittlich, Uneinigkeit, brutale Stärke und Verblüffen. Und da hinten knallt's auch schon. Da sagt mir die Uneinigkeit doch schon, dass da ein paar Freunde zu finden sind. So, vielleicht haben sie mich nicht auf dem Schirm. Ich gehe ein bisschen mehr auf Abstand. Wegen dem Terrorradius, dass ich in Ruhe stalken kann. Die haben mich absolut nicht auf dem Schirm. Finde ich super. Jetzt wird geguckt. Oh nein, da ist ja Michael. Und wir stalken ihn weiter. So, direkt mal in der 2. So, Ace. Glaubst du ernsthaft, ich sehe dich da hinten nicht? Hi. Treffer Nummer 1. Okay, bei Ace hat sich quasi schon ausgestalkt. Wo rennt er denn hin? Naja, da liegt schon mal der erste. Und den bringen wir auch direkt an einen Haken hier. So. Und da ist der erste Generator fertig. Hier wird mal dran getreten. Und dann gucken wir mal, wen wir als nächstes erwischen. Frage ist nur, gehen die jetzt Richtung Haken, um ihn zu retten? Oder sind die ganz woanders hingegangen? Naja, gehen wir mal zu diesem Generator hier Richtung Mac. Du willst jetzt halt ernsthaft retten gehen. Ace, lass ich mal laufen. Der kann nichts dafür. Mac hat mich auf jeden Fall gesehen. Das war nicht sehr freundlich, dass sie den jetzt geholt haben. Lassen wir Ace laufen und gucken mal, wen wir noch so finden können. Das ist euer Ernst? Aha, da ist die Zarina. Gehen wir mal der Zarina nach. Die ist auch schön zu einem Haken gerannt, direkt vorne dran liegen geblieben. So, kann die da mal rangehen. Und jetzt gucken wir mal. Ja, Ace und Max sind da hinten hingerannt. Irgendwo. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich doch weiß, dass ihr da seid, Mensch? Ach Gott, ey. Ja. Der Rang Reset hält immer wieder ein paar Überraschungen bereit. Na gut, da ist die 3 ja schon wieder vorbei. Oh, wir haben noch eine Claudette, die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber die finden wir auch noch. Gerettet wurden noch nicht. Hier wird mal dran getreten. Habe ich schon mal dran getreten? Das würde ja bedeuten, dass hier zwischendurch mal jemand gearbeitet hat. Na gut. So. Hier ist keiner. Ist da oben jemand? Hörst du es gerade richtig? Da war auf jeden Fall schon mal jemand. Ich mache hier mal alles auf. Ich weiß gerade nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber ich mache einfach. Wird schon passen. So. Ich höre doch jemanden. Da höre ich jemanden, die Mac schon wieder. Wieso bist du noch nicht geheilt? Ach, rechts von mir war auch noch jemand. Ist das Claudette? Nein, es ist Sarina. Die habe ich noch gar nicht gestalkt. Da kann ich mir die gute Frau dafür mal noch ein bisschen zunutze machen. Ich schenke mal Mac auf. So. Sarina, wo bist du denn? Da rennst du doch. Ja, wo ist sie denn?
Ah, da. Sind jetzt alle hier? Okay, erstmal du, weil du mir mit der Taschenlampe auf den Sack gehst. Nein, 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 nein. So, hab dich. Dann mal gucken, ob ich die drei noch sinnvoll nutzen kann für die anderen. Da hinten heilen sie sich. Da ist einmal Ace. Einmal Mac. Und jetzt brauche ich schon noch Claudette. Die war auch hier. Da vorne. Da vorne, da vorne. Das sind die Rennspuren von ihr. Nein! Hört auf mit eurem Taschenlampenquatsch. Okay, ja. Reste einsammeln und dann ist Feierabend, würde ich sagen. Außer es hat jemand unbeugsam dabei, das weiß ich natürlich nicht. So. Nummer 1. Ace müsste tot sein, der hing glaube ich schon zweimal. Nummer 2. Die anderen beiden muss ich suchen. Das mache ich mal kaputt. Einfach für die Punkte. Weil sie es gerade anbietet. Wo sind die anderen beiden? Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Hallo? Da höre ich doch jemanden. Da ist Mac. Das Allerbitterste wäre jetzt noch, wenn der letzte Überlebende jetzt in die Luke reinkriechen würde. Wo habe ich denn noch mal Sarina umgehauen? Ah, auf jeden Fall habe ich die Luke, da kann sie schon mal nicht rein. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Adrenalin hat es auf alle Fälle nicht mit dabei. Hallo? Wo bist du denn? Ach, wie ich das liebe, ne? Schon allein, weil ich ja die Geduld habe, Leute am Schluss zu suchen, slug ich eigentlich überhaupt nicht, aber die waren eben alle da. Und Diabolik 3. Da konnte ich einfach nicht widerstehen, mir alle zu holen. Hast du eben gehört? Scheinbar nicht, okay. Unfassbar, wo zur Hölle ist die denn? Hm? Ist sie in irgendeine Ecke gekrochen? Mehr kann sie ja eigentlich nicht machen aktuell. Aha, aha, ich hab's doch gewusst. Die kriechen immer in Ecken. Verdammter Mist. Okay, das war jetzt aber eine ziemlich schnelle Runde. Deswegen kommt noch eine Folge. Noch eine Runde hinten dran, denke ich mal. Wie sehen die Ringe aus? Ja, war abzusehen. Ja. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Diesmal mit dem Schwein, das ich auch sehr vernachlässigt habt in letzter Zeit. Ja, und das Schwein spiele ich mit Blutwächter, aufgezehrte Hoffnung, niemand entrinnt dem Tod und Fluch, Ruf einer Krankenschwester.
Und ich muss mega aufpassen. Wir haben eine Nia in der Lobby, die einen Schlüssel hat, und eine Jane, die eine Karte hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie zusammenarbeiten. Und gemeinsam entkommen wollen durch die Luke, die die eine findet und die andere aufschließt. Ich will eine Tunnel, definitiv nicht. Also auch ein Schlüssel und eine Karte ändern daran nichts, aber ich werde die zwei ein bisschen mehr im Auge behalten müssen. Sehr schön, da ist die Palette weg. Und dann gucken wir mal, wo die Jane hinrennt. Na, schade. Hat leider nicht so. Na, die muss weg. So, Jane. Ja, wirf die ganzen Paletten um. Hol dir jetzt ein bisschen Zeit raus. Dadurch können wir vielleicht auch den einen oder anderen Generator machen. Aber im späteren Verlauf werden euch ja definitiv die Paletten ausgehen. Und da ist die Nia mit dem Schlüssel. Da habe ich direkt beide am Anfang. So, einmal. Und ich habe ich auch einmal. Na, ich bleib bei der Nia. Erstmal. Da vorne will jemand die Jane aufheben. Da höre ich schon Claudette. Die sind halt alle hier. Huch! Damit habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz gerechnet. Ich sollte auch mal jemanden aufhängen. Ich hänge jetzt die Nia auf. Oh, da ist ja schon wieder jemand. Das ist frech und unverschämt. Hier ist aber keine Palette mehr, Nia. Das kann ich dir direkt sagen. So. Nee, ja, nee. Nee, 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 nee. Ich muss die jetzt aufhängen. Sonst geht es die ganze Zeit so weit. Ups, sorry, falscher Knopf. Ich wollte nicht ein Teabaggen oder sowas. Ja. Die springen wir mal in den Keller. So. Und dann schauen wir mal weiter. Alle anderen sind voll geheilt. Habe ich mir gedacht. Oh, der hat ja eine Taschenlampe dabei. Das ist frech. Okay, wenn die gejagt wird, muss auf jeden Fall jemand anderes aufhören zu reparieren. Erstes Token für aufgezehrte Hoffnung. Oh, der tat. Okay. Macht aber nichts. Ach, und bei der anderen ist die Falle aktiv. Ja. So. Und auch du kommst doch sogar in den Keller. Das trifft sich ja sehr gut. Da hat sie leider keinen Schlüssel für die Falle bekommen. Da habe ich die Kiste lachen hören. Der Generator ist für meinen Geschmack auch schon viel zu weit. Der nächste ist fertig. Das bedeutet aber nur, dass die Falle von der Feng Min aktiv ist. Der Generator geht noch zurück. Nia hat ihre Falle immer noch.
Wo ist denn jemand, Mensch? Hier sind Rennspuren. Na, sieh mal einer an, wie schnell wir da die Claudette wiederfinden. Noch erwischt. Sehr schön. Da kommst du jetzt auch anhaken. Die haben alle noch ihre Falle auf dem Kopf und alle sind aktiv. Das bedeutet, ich habe einiges an Zeit jetzt, die ich auch definitiv brauchen werde. Wichtig ist jetzt, sie davon abzuhalten, Jens durchzuziehen. Dass sie Luke nicht zu früh spawnt. Hallo? Wie ist ihre Falle losgeworden, kann es sein? Nee, die hat sie noch. So, und jetzt haben wir einmal aktivierte, aufgezerrte Hoffnung. Das freut mich sehr, sehr. Jetzt würde ich nur gerne die Jane nochmal wiederfinden. Habe ich schon den Generator schon dran getreten? Ja. So, Jane. Wo bist du? Die ist ganz schön zurückhaltend. Am Anfang war die ein bisschen frech, aber jetzt, aktuell, der geht nicht mehr zurück. Das sind Rennspuren. Da sind noch mehr Rennspuren. Gehen wir denen doch mal auf den Grund. Ist es Claudette? Es scheint Claudette zu sein. So, auch du kommst an einen Haken wieder und so. Jetzt wissen sie leider, dass ich auf die Zeit aufgenommen habe. Und bei der hat es sich noch nicht mal gelohnt, weil sie schon verletzt war. Da ist wieder Feng. Die anderen beiden halten sich ganz schön zurück. Hallo. Noch ein Generator fertig. Ich muss Jane und Mia finden, unbedingt. Oh, die ist tot. Gut. Da ist Jane. Jane! Oh nein! Doch nicht jetzt, wo ich das erste Mal jemand Gesundes gefunden habe. So, Nummer 1. Ach, da ist ja zu. Aber hier nicht. So. Schade, hat sie gut gemacht. Da ist keine Palette mehr. Nee, 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 nee. Die habt ihr schon alle umgeworfen. Und zack. Jetzt hat die den Schlüssel. Die haben getauscht aus irgendeinem Grund. Ist egal. Schlüssel und Karte müssen trotzdem sterben, egal wer ihn hat. Der Generator ist auch schon wieder zu weit. Das sind Blutspuren. Wo führen die hin? Da führen die hin. Ach, hallo Nia! Mit der Karte auf einmal. Ich habe euch durchschaut, Fräulein. So. War die ganze Zeit nicht geheilt? Wieso war die noch verletzt? Naja, mir soll's recht sein. Habe ich eigentlich noch Fallen? Nee, habe ich keine mehr. So. Du hängst jetzt das zweite Mal. Und jetzt gucken wir mal. Ich muss mal ganz genau hinhören. Da vorne ist Claudette. Hi! Wobei mir Jane deutlich lieber wäre.
Die lasse ich mal liegen, vorsichtshalber. Weil wenn die jetzt stirbt, spawnt die Luke. Und das muss ich verhindern. So, die habe ich ganz da hinten aufgehängt. Vielleicht kann das Jane. Und hinter mir ist Nia. Einmal. Da vorne ist Nia. Die zwei müssen halt definitiv weg. Ihr lebt halt ein gefährliches Leben, wenn ihr solche Sachen mitnehmt. So, du springst darüber und läufst nach rechts, verdammt. Egal. Ach, das ist Claudette. Ich wollte doch... Ma. Ich habe eben nur das Jammern gehört, aber da habe ich sie gesehen. Da läuft sie. Wird wahrscheinlich versuchen, Jane schnell aufzuheben. Na, da hat sie Jane erwischt. Erwischt, sage ich. Aufgehoben. Da ist sie doch. Ja, gut. Aber solange die Palette hier nicht steht, hat die nicht viele Möglichkeiten. Hi. Und da habe ich sie. So, da hänge ich euch beide auf. Ihr kommt hier schön in den Keller. Und dann gehe ich mal Claudette suchen. Die ist irgendwo am Tempel rumgekrochen. Mann. Schlüsselkarte, die Kombination. Das erhöht den Stresslevel direkt um 10.000 als Killer. So. Ja gut, die ist tot. Oder lässt sie sterben? Ich weiß es gar nicht. Die ist tot. Und dann gehen wir mal Claudette suchen. Nein! Okay, gut. Gönne ich ihr tatsächlich. Ja, die Claudette hat es mehr verdient als die anderen beiden. Nein, was heißt verdient? Ich meine, das sind legitime Items im Spiel, aber trotzdem, wenn man doch darauf hinarbeiten kann, das zu verhindern, dann mache ich das doch gerne. Sagt mir mal, wie ihr in solchen Situationen reagiert. Ja, also was ihr da macht. Tunnelt ihr da? Campt ihr da? Keine Ahnung. Ich habe jetzt versucht, weder zu campen noch zu tunneln. Aber so ein bisschen Fokus hat man dann doch, wenn man weiß, was sie dabei haben, muss ich sagen. Sagt mal, wie ihr das seht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und ja, schreibt in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.